Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ihr könnt ja schon sehen, dass ich mir heute mal ein bisschen mehr am Booster gegönnt habe, weil wir hier höchstwahrscheinlich wieder drei Bosse hintereinander vor uns haben. Da wollte ich ein bisschen mehr gewappnet sein. Ich habe auch mir direkt die Hammer ausgerüstet bzw. gegönnt und jetzt geht's daran, Leopold zu retten. Und da wären wir auch schon. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Bin ich ganz ehrlich. Er hat es ein bisschen gebraucht, aber er hat noch mitgedanzt. Das war klar. Das war so klar. Na toll, das brauchte ich jetzt auch. Ihr seht schon, warum ich den Hammer so extrem heftig finde. Damit kann man halt übelst reinkloppen. So, jetzt kommt die Ultimo. Nochmal derselbe Gegner, nur in noch schlimmer. Ich kann reinkloppen. Weil ich mir so sehr viel Zeit schenken kann. So, lass Leo in Ruhe. Ein Schmetterling? Morpho neigt. Du bist bestimmt die letzte Schwertfähigkeit, kann ich mir vorstellen, wenn ich dich besiege. Puh. Okay. Der läuft gut. Der ist easy. Endwedge-Phase. Schade, nicht getroffen. Da oben mit einem noch dickeren Schwert auf mich drauf. Ja, sicher. Ja, sicher. Was ist mit mir los? Warum steht die Welt Kopf? Ich komme darauf nicht klar, ne? Tschüss. So, jetzt kommt bestimmt eine Filmsequenz. Ich finde es einfach unglaublich krass, wie stark dieser Hammer ist.
Doch nicht Ultimo Efilis nochmal in Vergessversion, dass ich Albträume kriege? Nee. Letzte Blaupause. Leo? Natürlich hat noch eine Seele gefehlt. Oh, wie wunderschön ist diese Szenerie, ne? Klar, dass er besessen war. Es haben noch ein paar Teile gefehlt, die die anderen einfach hatten. Sehen wir jetzt nochmal Credits mit Vergesslände. Ja, wir sehen uns nochmal mit den Vergesslenden. Wir sehen uns in 3 Minuten ungefähr. Anmerkung von mir, das Bild zu DDD gerade, das war Gold wert. Da fand ich ihn nicht gut.
Oh Leute, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Spiel. Da fehlt noch ein kleines bisschen was. Zum einen haben wir noch einen Kolosseumkampf vor uns. Ich muss hier eine Fähigkeit noch holen. Das ultimative Turnier. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber da müssen wir durch, Leute. Und ich glaube, dass mir ein bisschen was an Sternen fehlt für die letzte Fähigkeit. Weil ihr kriegt jetzt erstmal eure Münzen. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen, weil die muss ich nämlich auch nochmal füttern. Das Geld ist schnell wieder reingeholt. Die Band hat alles fertig. Und eine besondere Figur. Wahrscheinlich die Band selbst. So, wir haben 92%. Jetzt ist aber meine größte Angst immer noch da. Ich weiß, dass ich mir gerade so das Schwert nicht leisten kann. Aber ich will erstmal wissen, wie viele Sternmünzen ich überhaupt bräuchte. Fünf. Kurzer Cut, ich hole eben kurz die drei Sternenmünzen, das dauert nicht lange. Aber wahrscheinlich ist dann nach meinem Boost weg, den ihr da oben links sehen könnt. Also wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, dass ich nur einmal das mit dem Aufwerten jetzt noch machen muss, also dass ich den Morphonite jetzt freischalte und nicht halt, was hier meine Sorge ist, dass ich jedes auf Maximum bringen muss. Ich muss halt noch das Ultimativ-Turnier auf jeden Fall machen. Wahrscheinlich kriege ich einen Film, wenn ich das Ultimativ-Turnier hier geschafft habe. Das Ultimativ-Turnier komplett gemeistert. Was ist denn der Unterschied zwischen das Meistern und das nach dem... Achso, das kann ich erst danach. Okay. So ist das Ding. Na gut, also bis gleich. So Leute, jetzt habe ich die Münzen eben kurz geholt und auch die Sterne. Ich habe mir noch ein bisschen was wieder am Boostern gegönnt und Zeit für Morphonite. Ich wiederhole, ich habe die Angst, dass das hier danach nicht freigeschaltet ist. Dass ich wirklich alles erst auf Maximum bringen muss. Das überprüfe ich jetzt direkt. Weil das müsste ja eigentlich die letzte Fähigkeit sein. Wir müssen auch noch einen Teil bei der Straße erschätzen nochmal machen. Ja. Weil die Waffenhändler. So, war das jetzt genau der, vor dem ich die ganze Zeit Angst hatte? Ja, ein Glück. Okay, ich muss nicht alles auf Maximum bringen. Wir müssen eine Straße der Schätze machen und wir müssen das Ultimativ-Turnier jetzt nur noch gewinnen. Wodurch wir höchstwahrscheinlich auch den letzten Film freischalten. Ich würde sagen, wir machen zuerst Straße der Schätze. Weil das geht höchstwahrscheinlich am schnellsten. Jetzt einfach mal gucken. Ja. Einfach mal so ein Mega-Hieb. Okay. Der Morphonite hat wahrscheinlich auch Power. So, wo ist die letzte Straße jetzt? Da kann es hinten. Abkürzung. Wir machen jetzt die letzten Prozente noch voll. 4 Minuten habe ich dafür. Okay, das muss eine richtige Challenge sein.
Einmal weg. Gut, dass ich auch noch den Kraft- und den Speedboost noch habe. Weg mit euch. Okay, geschafft. Ich glaube, ich muss durch jedes Portal einmal. Okay, Mini-Bosse. Sollte easy sein. Ah, wenn man das Schwert so riesig gemacht hat, dann bleibt es auch riesig. Boah, haut das Schaden raus. Der eine Bonkers ist einfach schon tot. Vor allen Dingen booste ich damit meinen Schaden, sehe ich gerade. Also es lohnt sich, das Schwert groß zu machen. Weil das Ultra den Schaden boostet. So, wir gehen jetzt so kreisrum. Schade, ich wollte das Schwert vorher noch boosten. Die sollten mega easy sein. Einfach durch. So, das nicht vergessen. So, jetzt laufe ich extra so. Okay, Federina. Dann ist der letzte wahrscheinlich Eisbert. Einfach schon weg. Das Morph-Schwert ist richtig krass. Vor allen Dingen gegen so Gegnermengen. Da kannst du ja Ultra durchsäbeln. Ja, Eisbär. Hauptsache, das Schwert ist groß. Wir machen heute noch die 100%, Leute. Alter, ich hab's so hart durchgesäbelt. Vor allem, das kann man wahrscheinlich sogar nochmal aufwerten. Die 2 Minuten zu schaffen. Also das war wirklich easy. Dass ich das jetzt auf Anhieb geschafft habe, das war jetzt nicht verwunderlich. Ja, das waren alle Straße der Schätze. Beziehungsweise die letzte Challenge. Meister der seltenen Sterne. 96%. Wir haben es fast. Ich will jetzt einfach nachgucken. Kann man das Schwert noch boosten? Wenn ja, dann ist es ja ein Ultra-OP. Dann ist es ja noch nicht mal auf maximaler Stärke momentan. Da ist das Schwert. Das kann man noch mal boosten. Alter Schwede. Okay, wir gehen mit dem Morph-Schwert in die letzte Kolosseum-Quest. Tut mir leid, dass der Part ein bisschen länger wird, aber ich will jetzt nicht einen extra Part nur für 5 Minuten
Kolosseum machen. Deswegen Ultimativturnier Z. Ja, ich weiß, dass es schweißtreibend wird. Jetzt kommt Meta Knight. Der sollte richtig easy sein mit dem Morphschwert. Oh, eine Vergessversion von ihm. Komm. Oh doch, ich habe das große Schwert. So, das ist jetzt bestimmt gleich aufgebaut wie bei dem kleinen. Ja, einfach nur diese Steine einfach dazwischen stellen, fertig. Oh, die fallen mehrmals. Nein! Ich muss direkt alle Tomaten durchhauen. Oh, besiegt. Aber wer kommt jetzt noch nach Morphonite? So, das können wir überspringen. Das kennen wir schon. Nein, eine Vergessversion von Elphilis. Oh, nee. Na gut, das haben wir noch nicht angeguckt. Das wird schrecklich, ich weiß es. Chaos, Elphilis. Ich hab keinen Bock. Aua. Ich versuche nach Möglichkeit nur mein Schwert aufgeladen zu halten. Okay, da kommt noch eine Salve. Ja, sicher. Lass mich mein Schwert behalten. Ich wollte gerade ausweichen. Okay, jetzt habe ich nicht mehr diese Ultra-Wellen. Er ist Half-Life. Wir könnten das schaffen. Okay, God-Mode. Ich spüre meinen Tod. Ich spüre meinen Tod, bevor er überhaupt geschieht. Aua! So, einfach draufkloppen. Ja, mir passt. Da fehlt nur noch ein winzig kleines Stück. Ah, genau wie beim Endkampf. Mal irgendwas aus ihm rausholen. Wahrscheinlich darf ich gleich wieder Quicktime-Events machen.
Nee, du kriegst jetzt noch eine weitere Phase. Und da wären wir auch schon. Ich will das nicht. Natürlich instant rausgehauen. Ihr schafft das nicht, ne? Ich dachte kurz, ich könnte aufladen. Ich darf keinen Treffer mehr kassieren. Ich schaff das nicht. Ich doch, das schaffe ich nicht mehr. So, Leute. Wir sind wieder hier. Ich habe den Morph und einen aufgeboostet und ich habe mir maximalen Stärkeboost gegeben, der möglich war. Also, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann kann ich es gleich aufgeben. Ich habe übrigens auch gemerkt, der Morph und Ike, der heilt sich manchmal selbstständig. Okay, diesmal könnten wir es schaffen. Ich weiß ja jetzt auch, wie man das ausweicht. Da kommen jetzt die Steine runter. Ich will gar nicht ausprobieren, ob ich das Ding währenddessen treffen kann. Ah, ich versuch so. Nee. Wartet. So, hier weiß ich ja. Es ist fast tot. Es ist tot. Boah, ich brauchte halt wirklich jeden Booster, der möglich war, ne? Um es hier zu schaffen. Dieser Boss ist ein Albtraum gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Oh. Nie wieder. Das tue ich mir kein weiteres Mal an, diesen Boss. Was haben wir da Schönes?
So, kommt jetzt noch ein Film? Nee. Okay. 9 Minuten. Mit allen Boostern bei... Wer weiß, wie vierten Versuch. 2500 Sternmünzen. Und 3 Sterne an sich. Und natürlich noch die Figur als Preis. Aus Elfilis. Ich hoffe, dass wir da am Münznamen reicht, um alle restlichen zu holen, ne? Und noch eine Figur. Der Kommentator. Wir können ein neues Foto im Kirby-Haus bewundern. Nein. Ich will das nicht. Zehn verschiedene Fotos sammeln? Im Ernst? Warte, wir machen das so. Erst die Münzen, dann die Sterne. Es fehlt noch ein Film. Natürlich, 100%, ne? Jetzt muss ich auch noch Fotos finden. Ich mache hier einfach mal kurz den Cut, bis ich alle Münzen ausgegeben habe. So, alle Münzen wurden ausgegeben. Nur das hier fehlt halt jetzt noch. Wo soll ich denn jetzt noch hier anfangen, Fotos zu sammeln? Was erwartet das Spiel denn jetzt gerade von mir? Es fehlen halt nur noch diese 2%, ne? Komm, gucken wir uns erstmal dieses tolle Foto an. Vielleicht steht da ja bei, was man machen muss. Ja, guck mal, hier sind doch schon 5 Fotos. Und hier sind auch nochmal 4. Das heißt, es fehlt eigentlich nur ein Foto, oder nicht? Welches Foto könnte denn noch fehlen? Ich schaue mich jetzt um. Wir holen diese 2% noch. Eine besondere Sammelfigur. Ach, wahrscheinlich... Ja, genau, das hat noch gefehlt. War ja klar. Ich wollte sonst jetzt nachgucken im Internet. Leute. I'm so happy, ne? Wir haben 100% geschafft. Ich hätte einfach nur hier hingehen müssen. Ein 100%, Leute. Wir haben das Spiel durchgespielt. Also, ich gebe jetzt mal mein Fazit, aber dafür setze ich mich hier rein. Ja, jetzt haben wir alle Fotos. Also, mein Fazit zu Kirby und das vergessene Land. Ein sehr nices Spiel. Das Ende, das war heftig. Auf jeden Fall mit diesem Ultimus-Boss. Beziehungsweise den Chaos-Dude. Der hat mir den letzten Nerv geraubt. Hier alle Kapseln zusammenzusammeln, war klar, dass man das machen muss. Aber ich habe es schlussendlich geschafft, alles zusammen zu boosten. Ich finde es interessant, dass von den Komplett-Endversionen von dem hier keine Figur gibt. Aber Leute, 100%. Alle Figürchen sind gesammelt. Ich kann mit diesem Projekt abschließen. Es war ein geiles Projekt. Schade, dass Sunny nicht mehr dazukommen konnte, aber er war auch einmal dabei. Und wir hatten ja den Koop-Spaß. Beim Turnier habe ich höchstwahrscheinlich nur bis zu Morphonite geskippt, weil ihr die schon alle kanntet. Und um auch die Folge kurz zu halten.
Ihr habt das nicht gesehen, aber ich habe bei einem Kampf auch Amiibos genutzt und das hatte mir absolut nichts geholfen. Ich musste halt wirklich erst Morphonite boosten. Was man auch erst im Nachhinein so wirklich nebenbei mitbekommt, Morphonite heilt sich nebenbei. Ich finde es aber gemein, dass du für den Endboss genau eine Fähigkeit brauchst und das die Endfähigkeit sein muss, weil du mir keine anderen ausweichen kannst. Ja. Die 100% zu erreichen war tatsächlich mühsam. Dieses Roll-Kirby-Roll war nämlich teilweise schwer. Dafür habe ich auch 2 Stunden gebraucht für das letzte. Ihr könnt mich jetzt Lutscher nennen oder sonst was, aber dieses... genau, ich muss das jetzt rumrollen. Sowas kann ich schlicht und ergreifend nicht. Deswegen hat das bei mir so lange gedauert. Angeln war chillig. Ich habe dann jetzt die Klappe. Hab genug gesagt. Das war's mit Kirby und das vergessene Land. Ich hoffe, dass euch das Projekt gefallen hat. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Tschüss.